IWA 2023 und ich habe wieder einen Gast mit dabei und zwar der Max von Vendome Gear. Und es gibt zwei Produkte, die ich da zeigen mag. Eines, das habe ich schon länger und erst jetzt gecheckt, und die neue EDC Bauchumhänge Plattenträgertasche. Ich würde sagen, bleib einfach dran. Hallo, willkommen, da ist der Reini Rossmann, schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Max, schön, dass du Zeit genommen hast hier. Ja, kein Problem. Also, letztes Jahr hat mir der Max auf der IWA dieses Armband mitgegeben für meine Apple Watch und ich habe erst heute wirklich verstanden, wie dieses Ding funktioniert. Das ist Punkt A. Und Punkt B, du stellst dann deine neue, ja, die gibt es auch in Schwarz, Tasche vor. Und ja, ich würde ganz einfach loslegen mit dem hier. Ich habe das jetzt gelernt und möchte das einmal kurz herzeigen. Das ist für Apple Watches. Welche Modelle? Das ist für die große Apple Watch, also die 42-44. Oder jetzt hier bei dir die Ultra würde auch passen. Das gleiche Band funktioniert aber auch für die Garmin, muss man dazu sagen. Ja, und erstens der Connector, den habe ich kaputt gemacht. Ja, passiert. Wenn man es von der verkehrten Seite andauernd reinstecken will. Genau, ja. Okay, und das zweite ist, ich habe nicht gecheckt, dass man das ganze Teil sehr einfach und elegant einstellen kann. Genau. Das war mir etwas zu schwer. Und was ist eigentlich die Idee? Wer kauft und wer braucht solche Bänder? Was ist die Idee dahinter? Also ich sag mal, die Idee war ja erstmal das, ich habe ja selber eine Apple Watch und mich hat halt gestört, dass ich kein richtiges Band hatte, wo Multicam zu sehen war. Deswegen habe ich es einfach selber gebaut. Ja? Dann hat es sich weiterentwickelt. Der amerikanische Markt hat sehr gut darauf reagiert. Ja? Und es wird hauptsächlich natürlich von Liebhabern getragen, die das Multicam einfach cool finden. Gerade das Multicam Black kommt sehr gut an. Ja? Und dann natürlich Polizei, Militär, die das halt auch haben wollen. In der Garmin-Version habe ich halt den Vorteil, dass ich halt so eine Art Sportarmband habe, was ich von meiner Apple Watch gewohnt bin. Mhm. Ich habe zum Beispiel Kunden, die tragen in dem zivilen Leben, sage ich jetzt mal, die Apple Watch und tragen im Einsatz die Garmin. Und die nehmen das gleiche Band, machen die Konnektoren runter und fädeln es durch die Garmin. Funktioniert genau gleich einfach. Okay. Genau. Also Liebhaber und Leute, die halt einfach hier einen sicheren Halt haben wollen, selbst wenn das Band aufgeht, ist es dran. Das ist der Vorteil, gell? Das, genau. Um das geht es dabei. Das heißt, es geht aus irgendeinem Grund auf. Wenn du die Hunde hörst, die werden hier nicht gequält, sondern das ist irgendeine Schutzhunde-Vorführung hier auf der IWA 2023. Also das ist der Vorteil bei diesem Teil hier. Genau. Cool. Und dann gibt es ja ein neues Taschall, einmal in der Damenausführung und in Standard Black. Genau, also was wir auf der SHOT Show präsentiert haben in Vegas, war die neue Multipouch. Burrito Multipouch hat sich jetzt einfach so weit entwickelt. Wir haben die ersten Versionen rausgebracht, dann kam immer Kundenfeedback und das ist jetzt wirklich die finale Version, die wirklich alles kann. Was kann sie alles? Nicht nur gut ausschauen, aber wir haben Wert darauf gelegt, dass eine leicht spacige Optik zu sehen ist. Wie funktioniert das? Wir haben Lasercut vorne drauf und drunter Flausch. Das heißt, ich kann hier meine Patches drauf machen, ich kann aber weiterhin Ausrüstung durchschlaufen. Das ist nicht komplett durchgenäht, sondern wir haben nur verschiedene Ankerpunkte gesetzt. Und das heißt, ich kann hier meine Knicklichter durchfädeln oder von oben Karabiner, egal was. Okay. Und meine Patches halt. Das war bei dem Vorgänger halt nicht so der Fall. Okay. Genau. Ansonsten haben wir ein kleines Frontfach, wo ich flache Gegenstände reinmachen kann. Kleines Frontfach, kleine Gegenstände. Und die wichtigere Neuerung ist eher der Hintergrund. Ich habe eine größere Tasche jetzt zum Aufmachen, wo jetzt hier zum Beispiel die Handschellen drin sind. Genau. Ist gut für Polizei, weil die passt auch an den Gürtel ran. Okay. Ansonsten habe ich einen Haufen Punkte, wo ich Ausrüstung festmachen kann oder wie ich es befestige. Das ist zum Beispiel Dangler, das heißt, ich kann es unterhalb von einem Plattenträger ohne Probleme hinmachen. Und der Rest ist, ich kann daraus auch einen Chest-Rig bauen in unter einer Minute Dauerzeit. Also das ist alles, was so militärisch in diesem Bereich geht. Genau, das geht mehr in dem Bereich rein. Ne? Ansonsten haben wir Standard-Molle hier. Ziehe ich raus und kann es an den Gürtel hinmachen. 5 cm Polizeigürtel ist kein Problem. Oder auch ein normaler Gürtel, je nachdem, was ich halt brauche. Ja. Oder ich fädel es auf eine Molle-Plattform. Also kann man alles mitmachen und mehr, sage ich mal, was das Herz begehrt. Innen drin wird es halt interessant, weil wir gehen ja immer auf helle Innenfarben. Das ist jetzt mein persönliches EDC. Das heißt, ich habe hier mein Medic-Zeug drin und zeigen wir einfach mal hier. Wenn ich meine Inserts rausnehme, wir haben richtig Neongelb. Weil man einfach da die Sachen besser sieht. Und okay. So ist halt, wie die Tasche in Schwarz kommt, also Schwarz außen, innen das Neon. Mhm. Was ich immer wieder cool finde, ist das hier. Ja. Genau, das kann man nachträglich einbauen. Das ist Flexicord, ne? Genau. Das entweder nimmt man selber oder man passt halt Paracord an. Also so kann man die Tasche nochmal machen. Die Plattenträgertasche, die wir gerade eben gezeigt haben, die hat sogar noch ein Telefon mit eingebaut. Also
für, sag ich jetzt mal, Elektronik, wenn man Drohne oder einfach nur Maps anschauen will, dann würde das auch funktionieren. Wir haben sogar einen Halter fürs Handy gemacht, sage ich jetzt mal. Ja. Genau. Also bei mir im Shop gibt es ja die Midgard-Tasche, genau, die ja auch von euch kommt. Die Concealed Carry, die wir offiziell an Behörden auch liefern. Ja, Concealed Carry, das klingt so behördenmäßig. Deswegen ist es für eine Behörde entwickelt. Ich finde, mir ist es gleich aufgefallen an deiner Hüfte, schlank. Und was ich nicht gedacht habe, jetzt hier mit dieser Chest-Rig oder wie heißt das Ganze? Genau, das wäre jetzt für einen Plattenträger das Setup. Wir haben nämlich den Vorteil, wir können aufgrund dieser Seitenschlaufen, die ich vorhin gezeigt habe, könnte man auch zum Beispiel eine Funktasche anbringen an der Seite oder eine Magazintasche haben wir hier. Marke ist völlig wurscht, wir haben hier Claw-Gear, Tasmanian Tiger, hier passt einiges dran und dann würde das mit Clips und mit einem Klett hinten, zack, habe ich dann vorne an der Plate Carrier einfach eine Placard, nennt man es. Okay. Und kann damit operieren und theoretisch kann ich auch hier noch drei Magazine reinmachen mit einem Insert. Bist du ein alter Militärmann? Ansonsten für die eher nicht so viele Magazine dabei haben, da war das Telefon, was ich gesagt habe, da haben wir einen Telefonhalter entwickelt, der halt speziell für die Tasche reingeht. Genau. Das ist cool. Genau, den kann ich anpassen, je nachdem, was ich halt haben will. Größe, Handy ist egal, passe ich an und klette ich ein. Und wenn ich es mal kurz in die Hand nehme, klette ich es aus und kann es danach wieder reinmachen. Das ist super. Genau. Ist das auch für breit gebaute Herren möglich? Darf ich aufmachen? Machen wir auf, ja. Also wir haben da schon ein bisschen breiter gearbeitet, weil wir, wie gesagt, Kundenfeedback auch erhalten haben. Also man kann es um die Hüfte oder Crossbody tragen. Das ist cool. Genau. Das ist wirklich cool. Wo gibt es das Teil? Das gibt es bei uns auf der Website oder bei unseren Händlern. Bei unserer Website ventumgear.com. Da kriegt man es. Ansonsten, bevor sehr viele Anfragen wieder kommen, diese Frauentasche, wie du es genannt hast, also diese sexy Hawaii-Tasche, wie sexy es nennt, Hawaii, okay. Das wird ein richtig exklusives Ding werden. Die wird nach der IWA erst veröffentlicht. Preis wird um die 200 Euro sein, weil das, der Druck allein kommt aus den USA und Kostenvermögen. Wow. Also das ist wirklich nichts was in der Stange. Das kriegt man nur bei uns, wie man so am Shirt sieht. Und da wird noch mehr kommen in der Richtung. Wo liegt der Preis bei der Basisausrüstung, bei der Basisausstattung bei diesem Teil? Genau, also schwarz liegt bei 85 Euro und dann gibt es irgendwann nochmal Multicam, die wir in gewisse ausländische Länder fürs Militär liefern werden. Ja, gut. Und auf jeden Fall wird es dann noch vielleicht nochmal Multicam Black Ende des Jahres geben. Da müssen wir aber noch schauen, dass das mit dem Laminat auch so passt, wie wir es haben wollen. Einfach Top-Qualität. Ich habe mich ja, als ich beim Dirk von Midgards Messer war, gleich in diese Concealed Carry Tasche, wie du sie nennst, verliebt. Und, die ist auch gut im Einsatz. Ja, das glaube ich auch. Ja. Das ist jetzt noch einmal ein Teil. Gebt da unten den Link im Shop von Max. Schau dich ganz einfach um. Danke für die Zeit hier auf der IWA 2023. Wenn du Fragen hast, bitte gleich direkt an den Max stellen. Es hat mich gefreut. Bis dann und ciao, ciao. Ciao.